Dieses oder jenes hören und sehen. Und oder beides. Fahrradreisk regeln im Schatten, rundum nur Sand, Wüste, Sahara genannt. Aber da muss man durch. Bei jedem Wetter. Na dann, bleib dran, da wirst du schon. Wie alt sind die zwei? Wie alt werden die Kamele? Ich weiß nicht, so aber diese Fragerei, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Ich kann ja gleich mal googeln. Ja, dann gehst du, dann kann ich ja so naja beantworten. Come take it back. Durch die Wüste reiten, das kann schon was. Das sollte man mal gemacht haben, wenn man da ist. Wie wir vom Hotel hierher gefahren sind, haben wir einen deutschen Reisebegleiter gehabt. Hat hier mit seinem Freund so eine kleine Farm aufgemacht, wo er ca. 25 Pferde untergebracht hat und einige Kamele, und bietet heute halt das hier an. Und der hat uns erzählt, auf die Frage, wie schwer es ist, hier ein Unternehmen zu gründen, hat er gemeint, naja, grundsätzlich ist es halt sehr langwierig, weil es gibt hier keine Systeme. Die Tourismusflaute zurzeit in Ägypten macht ihm natürlich auch ein bisschen Kopfzerbrechen und Gedanken. Also es ist in Ägypten so, dass du hier sehr günstig natürlich Bauland erwerben kannst, und im Endeffekt hast du 2 Jahre Zeit, um dort ein Gebäude hinzustellen. Schaffst du das nicht in 2 Jahren hier irgendwas auch hinzubauen, dann wird das Grundstück wieder dem vorherigen Eigentümer automatisch zurückgestellt. Deswegen sieht man hier relativ viele halbfertige Hotelanlagen oder Häuser. Es kommt aber auch immer wieder vor, dass Leute was einkaufen, in diesen 2 Jahren eine kleine Anlage, ein Haus hinbauen, und dann kommen sie drauf, dass das eine Fehlinvestition war, noch bevor sie fertig sind. Das ist der Grund dafür, warum man halt hier relativ viele unfertige Bauwerke, Häuser oder wie auch immer sieht. Also da hätten wir jetzt schon eins. Vor uns links ein Rohbau, rechts ein fertiges Hotel und in der Mitte meine Freundin, 2 Kamele und der. Na, Kameltreiber sagt man nicht. Er ist sehr freundlich, der junge Bursch. Natürlich auch wieder in der Hoffnung, nach dieser Tour, nach diesem Ausritt, nach dieser Führung quasi, ein Trinkgeld zu bekommen. Wir wissen ja, dass es in Ägypten so ist, dass die Gehälter sehr, sehr niedrig sind, die Menschen hier aufs Trinkgeld angewiesen sind. Good friend!
so schön dieses Land auch ist, es ist ein Wüstenland. Der einzige Grünstreifen ist das Nildelta. Dort ist es aufgrund des Flusses saftig grün. Aber alles andere schaut so aus wie da, nämlich Sand, Sand, Sand. So, ich hatsche jetzt seit einer Stunde durch die Wüste. Vor mir liegt das Rote Meer, rundherum nichts wie Sand. Also bei ca. 30, 32 Grad im Schatten. Es ist jetzt 10 Uhr Vormittag, die Sonne brennt herunter. Es ist herrlich. In Wahrheit denkst du vielleicht ein bisschen deppert, was hat denn der für einen Gletscher? Aber das sollte man halt einmal machen, wenn man in Ägypten ist. Ne? Um auch dieses kahle Steppengebiet da ein bisschen kennenzulernen. Und das Schöne ist aber auch dran, wenn du so die Wüste vor dir siehst, dann lernst du sehr schnell es wieder zu schätzen, in einem Land leben zu dürfen, das grün ist, das saftig ist, wo reines Wasser kommt von den Gletschern, von den Bergen, wo es Berge gibt, die was mit Schnee bedeckt sind. Also, ehrlich gesagt, so schön es ist, hier am Meer zu wohnen. Aber aus meiner Sicht geht es jetzt maximal für einen Urlaub aus, für eine kurze Expedition. Aber leben wollen in einem so einem Land, wo es nichts anderes gibt wie Sand, war halt nicht meins. Aber soll es Leute geben? Jeder wie er will. Security von der Müllhalde vorbei und wieder rein ins Getümmel. So, also da sind wir jetzt wieder in der Realität des Landes inneren. Eigentlich unglaublich. Und dann schon sehr gut verstehen, warum sich so einer oder der andere, der nach Europa kommt, nicht an unsere Regeln hält, weil er sie nicht kennt. Und das ist halt auch ein Teil der Mülltrennung. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, wie die Afrikaner am Westbahnhof angekommen sind und haben dort ein Schlachtfeld hinterlassen. Das würde mich nicht wundern, weil daheim schaut es nicht anders aus. Der Müll kennt keine Entsorgung hier, sondern er kennt lediglich nur eine Entledigung. Die Menschen hier entledigen sich des Mülls, ohne lange darüber nachzudenken, ohne es gelernt zu haben, wo der Müll entsorgt werden sollte. So schaut es aus hinter den Kulissen von einem so einem touristischen Angebot durch die Wüste zu fahren. Haben wir alles? Wie geht's dir? Anstrengend war das. Nach diesem Trip, was sind die ersten Worte? Es war anstrengend, aber es war sehr schön. Also sowas muss man schon einmal gemacht haben. Hier wird der Sand transportiert. Mhm.
Ja, das ist das Leben auf einem anderen Kontinent. Und man wieder glücklich sein, dass man in Europa bzw. in Österreich geboren ist. Unvorstellbar dort zu leben, auf die Dauer. Do you live in Luxor or and you travel every day? No. Here or? I live here, my room is. Aha. I come live here. 2 weeks, 3 weeks, I come go to home. No family. No family. No. Family the. Yeah, you said to me that you have five sisters and three brothers. Yeah, in Luxor. In Luxor. Not here. Not here. Only here the job. Mm-hmm. Only job. Mm-hmm. You come go to only family the Luxor. Mm-hmm. And how long you stay then in Luxor? 1 week or? Yeah, 10 days, come back. Ah, so with the hotel. Yeah, looking the money, looking for something, looking for that. Uh-huh. You come with everything, okay, you come back. Mm-hmm. Yeah. And you like your job? Or? Yeah, thank you, my God. Better. I say to you, I also don't like my job. Do you boss? He was my boss. What you like in job? You. What he? No, you. What you love the job? My best love one job. For you. Wow, that's difficult to say. In this time, I must be glad that I have a job because a lot of people in Austria also don't have jobs. Yeah. And that's. Not some people job, huh? There are a lot of people don't have jobs. Really? Yes. But there's the police, they come take up money. No, not the police, but there are too much people and too not so much jobs. Mm. And yeah, only that's in Europe that not means everything. Yeah. In Europe also is. But better the Egypt, the job, the better the Egypt. Good money. What? The job. Lot of money, but here, all you work, small money. Well, but that's in Europe the same. What do you earn? How much money do you earn with your job? Yes. No, only guide. Yeah, but how much? Only for guest. Yeah, but how much do you have from your job? Maybe tourists come. Oh, okay, it 5 days no come, Mm-hmm. 2 days come to trip, this okay. You come 5 days, 10 days, not tourists come. Mm-hmm. You come and stay. Mm-hmm. Und was ist, wenn er sich hier verletzt? Hat er hier eine Versicherung? Wie ist das, wenn er zum Arzt gehen muss? Muss er das bezahlen? Das verstehen wir. And when you are ill, when you have something, and you must go to doctor or to hospital, must you pay from your own or? Me. You must pay from your own. Yeah, me, not boss. Not boss. No, okay. It's yeah. Me. This, I can go to my, I have money, I can go to pharmacy, come doctor, mm-hmm. Everything for me. So, from money? Yeah. No insurance? No. Mm-hmm. Only for me. This is clear. That's difficult life here. Huh? It's not easy life here in Egypt, huh? I come before I come go to work in another hotel here. Mm-hmm. Intercontinental, you have beach boy. You know what you have? Beach boy. A beach boy. Yeah. Okay. You was beach boy. Yeah. Okay. I understand. Yeah. You come go to doctor for hotel, eating for hotel, everything for hotel. Da unten war ein Hotel und da war so ein pool boy quasi und da hat im Hotel essen können, schlafen, sleep in hotel also. Yeah. Alles everything. Halt. Alles hat er dort bekommen. And why it's not, it's closed or the hotel? Empty. Or? Empty, aha, okay. Es ist leer, es sind keine Gäste da. Yeah, you can go to, what, about, for months, 650. Mm-hmm. For months. There are not so many guests. Empty. Mm. Yeah. Only people come.
I look in here, stable. They can go to work as you because my family, these people, children, I like it eating. Come any job here. No, come back the Luxor. Look in here. In Luxor, there are no jobs. No job. Sleep. Very sleep. Kind of jobs. I like it. Bike shisha. Bike shisha. Smoking shisha. Oh, no, no. You have one? No, no. Thanks. Natürlich freue ich mich wieder über Kommentare zu meinen Erfahrungsberichten. Coole Sache, schreibt ein bisschen was dazu. Vielleicht hat euch das eine oder andere interessiert. Top oder Flop? Dein Kommentar zählt. Durch die Wüste zieht Karawan. Bram, bam, 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 bam. Sum gali gali gali, sum gali gali, sum gali gali gali, sum gali gali.